Mario Party Jamboree ist endlich draußen und da dachte ich mir, es wird Zeit, das Ganze zu testen. Deswegen habe ich mir Minurix geschnappt und wir sind zusammen in die Hölle, die sich Mario Party nennt, gesprungen. Bitte, bitte. Bist du hundertprozentig. Was? Ja. Falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne Bewertung da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und kleiner Disclaimer, Minurix saß neben mir, deswegen mussten wir uns ein Mikrofon teilen und deswegen sind wir hin und wieder ein bisschen leiser. Aber jetzt, wo alles gesagt ist... Viel Spaß. Jetzt geht's erstmal, denke ich, los. Wir hören uns trotzdem erstmal an, was die uns hierüber erzählen, weil nicht, dass wir irgendwas vergessen. Also, was gibt's denn hier? Ein Forst, in dem ein riesiger Wickler friedlich schlummert. Süßerdüfte ziehen durch den Wind, der irgendwas. Oh, nee, Dick. Also, die kann man wieder bezahlen, dass sie dir Sachen klauen. Hier kriegt man Münzen, wenn man den Honig erntet. Und hierauf kann man, oh, spazieren gehen. Aber er kann auch sauer werden. Okay, interessant. Und dann fangen wir erstmal an mit der Zugreihenfolge. Komm schon, let's go. Ich bin's einfach. Fängt schon mal gut an. Richtig schöne Animation hier. 15 Felder bis zum Stern und Hopper. Let's go. Startet schon mal gut. Goomba ist einfach der Goat. So, was haben wir hier? Ein Laden. Was? Okay, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade. Kauf mal lieber nichts, weil 15 Felder ist jetzt gar nicht so weit. Und ich muss jetzt einfach nach links gehen, oder? Ich kann auch nach rechts gehen. Fast wegen kürzer, aber ich weiß nicht, ob ich das... Ich gehe das Risiko ein. Okay, und jetzt rauf da. Let's go. Und jetzt bewegt sich der Wickler? Nee, das ist ein Glücksfeld. Aber ich habe weniger Glücksfelder gesehen. 10 Münzen für mich. Ich hoffe, dass es jetzt echt weniger mit Glücksfelder gibt. Er hat auch eine 8. Junge, wie viel hoch wir alle würfeln. Hey, was machst du mit dieser Glocke jetzt? Wo kommt das denn her? Bim-bom. Nein, jetzt bewegt er sich. Ist, glaube ich, cool, oder? Nein, ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Ist vorbeigelaufen. Ich hätte außen rumgehen sollen. Ist auch für dich aber auch nicht gut. So, was kriegen wir für ein Minispiel? Dreierwurf? Was ist das denn? Das sieht interessant aus, actually. Okay, das sieht wirklich interessant aus. So, let's go. Junge, Goomba der Baller. Let's go. Alter, Junge, Goomba der Baller. Schade. Halt blöd, dass du mir jetzt gerade alle wegnimmst. Let's go, let's go. Ich mache einfach mit 1 an. Ich mache keine 2er. Let's go. Guck mal, der Baller, Junge. Let's go. Noch einen gemacht. Ich habe eine 9? Daisy hat 14. Ah, schwierig. Ich muss jetzt echt eine extra Runde machen. Du bist so ein 31er. Wirklich, es ist wirklich... Mann, na gut. Machen wir halt mal. 31 Felder zum Wurf. Zum Stern. Gut, was soll man tun? Wenigstens ein Itemfeld. Kurz. So, Daisy ist dran. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns Daisy zerstört, ist ungefähr... Eine Glocke, die kommt zurück. Och Mann. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns Daisy zerstört... Wobei, ich kann eigentlich da wieder aufsteigen, ne? Ja. Der bewegt sich aber auch ultra weit. Es neigt schon wieder zu Mobbing. Oh, sie hat nicht genügend Münzen. Let's go. Sie ist auf dem Versus-Minispiel. Da geht's um Münzen hier. Oh, alles klar. 15 Münzen. Von jedem? Ja. Cool. Du bist blank, by the way. Falls du das noch nicht wisst. Was ist das denn jetzt? Springen und Stamm. Oh nein. Kannst die anderen mit Lichtwellen angreifen. Ah, und ab einer gewissen Trefferdings sind sie raus. Nein. Peach hat mich direkt hochgenommen. Hat 3 Leben. Peach hat mich 2-mal hochgenommen. Du hast mich hochgenommen. Das ist so asozial. Oh, was? Ich hab gewonnen? Ja. Das ging schnell. Das Geld wird ein bisschen aufgeteilt, soweit ich weiß, aber es geht halt immer noch um den Münzminispiel und so, Münzministern und so. Also schauen wir mal, wie viel kriegst du? Du hast 40! Schade. Man könnte meinen, der Münzministern da am Ende gehört schon mal dir. Bonusstern meine ich natürlich. Also zeig mal, was du drauf hast, eine 7. Hättest du nicht 8 Felder gebraucht? Ja. Schade. Na, dann geh doch mal da hoch. Da würde ich nicht lang gehen. So, das folgende Problem ist jetzt, den Stern sicherst du dir schon mal zu 100%. Nee, es gibt doch keins Knisterblitzkarussell. Doch, 20 Münzen für den Sieger. Ach, du Kacke. Was ist das denn? Also, ich muss laufen. Ja, aber es scheint eigentlich ganz lustig zu sein, ne? Das wird jetzt wahrscheinlich noch viel schneller werden. Man kann auf Leute draufspringen. Nein! Oh. Sorry. Nein! Ja, ich habe mich geboostet. Jetzt habe ich draufgesprungen. Man kann sich selber als Booster benutzen, das finde ich auch stark. Oh, jetzt wird es langsam ein bisschen schnell. Diese Geister sind ein Problem, weil manchmal stehst du dann vor denen da wie so ein Idiot. Bist du schon raus? Ja, ich bin an der Kante hängen geblieben. Ja, ich bin jetzt auch hängen geblieben. Scheiß Daisy. Oh, Mann. 20 Münzen, Junge. Was ist das? Hier könnte ich jetzt beide fast 2 Sterne kaufen. Mhm. Finde ich scheiße. Wer bist du? Guck mal. Ich bin, 10? Ja, ich bin im Kreis gelaufen, deswegen krieg ich 10 Münzen. Ist auch nicht schlecht. Ja, nehme ich mal mit. 10! Die ist schon wieder so am Betrügen, ne? Was kauft die sich? Och, nee. Glück gehabt, dass die vor dir dran ist. Du kannst für 50 einen Stern klauen. Ich hab keinen Stern. Ja, aber der klaut dir jetzt Münzen. Frechheit. Ey, du musst wahrscheinlich jetzt richtig schnell drücken. Komm. Schau zu. Komm schon. Let's go. Hast nicht gewehrt. Du kriegst trotzdem welche abgenommen, aber weniger. Holy shit. Junge, jetzt kann ich wieder nicht losgehen. Daisy ist schon wieder nur noch am Mobben. Bitte klau einfach von. Bitte klau von Daisy. Let's go. 8 Münzen. Und so schnell wird man arm. Deswegen, Leute, passt auf eure Steuern. Du kannst dir gerade noch so einen Stern leisten. Ja. Stell dir mal vor, du wärst jetzt wirklich weggemobbt worden. Deswegen. willkommen in meinem Spiel. So geht mir das normalerweise immer. Ah, nice. Juhu. Der erste Stern wird verteilt an Monty Maulwurf. Oh, wie cool das aussieht. Sieht ja richtig cool aus. Ja, die Frage ist jetzt, das bringt mir halt gar nichts, weil ich brauche mich jetzt eigentlich gar nicht auf den Weg dahin machen, weil der wird mir eh vorher weggenommen. Also Parkpanorama. Klingt nach irgendwas mit Bildern. Zack. Und jetzt muss man das suchen und dann das Bild nachschießen. Okay, das erste Bild ist klar. Sieht echt putzig aus. Ah, das war nicht gut. Ah, das ist ja kacke. Da habe ich nicht dran gedacht. Du musst auf die Animation warten. Ich habe sogar mehr Punkte als du. Okay. Du musst den Winkel und die Animation abwarten. Ah, nicht perfekt. Ich hätte viel weiter nach links gemusst. Oh Gott, bin ich scheiße. Ich habe 3 Punkte. Das ist ja Mobbing. Wir warten alle wie doof. Oh nee, das wird jetzt richtig kacke. Du lässt sogar stehen.
Hä? Das ist ja kacke. Das ist ja kacke. Das ist doch scheiße. Die waren nicht mal da, wo sie hin sollten. Wirklich, ich hab so... Schau dir mal Daisys Punkte an. Die hat uns vollkommen hops genommen. Ja, das ist schon mal nix. Ich werde kein Fotograf mehr. Ich kauf mir jetzt den hier. Kostet zwar recht viel, aber den will ich haben. Also du kannst irgendwie... Zieh mir für direkt einen neuen, Junge. Und krieg den Stern. Schön. Man, jetzt hat Daisy schon wieder einen. Das nerv ich. Minispiel. Und was gibt es? Glut zu Fuß. Der Boden ist Lava. Junge, was geht denn da ab? Was bist du denn? Der erste ist raus. Gute Nacht, Luigi. Junge, was macht Daisy da? Die lebt wirklich gefährlich. Spielt mit dem Feuer. Verstehst du? Halt dein Maul. Echt halt. Die verfolgen dich. Ja, wir haben es unentschieden. Unentschieden. Ist okay. Gumba und Monty einfach gleich krass. Junge, der Shield Ultra. Was ist denn mit Gumbas Augen los? 10. Du, also, wenn du mich schon so fragst, bei 10 Feldern bis zum Stern, dann machen wir das doch einfach so, wa? Ganz entspannt. Jo. Ich möchte mich nicht beschweren. Da sage ich dankend zu. Ja, also, hallo. Ich hätte gern diesen Stern. Vielen Dank. Let's go. Stern erhalten. Ich bin's einfach. Hey, ich krieg sogar noch ein Item. Let's go. Ja, okay, ist okay. Also, dann schauen wir mal. Kann Monty Maulwurf gewinnen? Kannst du sie schlagen? Einfach mal Respektschelle verpassen und überholt auf den. Ist das dumm? Das ist. Nein, du hast dich festgehangen. Flaxi. Ja, gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Nein, du warst zu weit weg. Ja, easy. Hier hinten dranbleiben sollen und dann schlagen am Ende. Ja, ja, das ist mit dem Schlagen wir aufheben müssen. Aber man lernt aus seinen Fehlern. Du kannst jetzt aber nochmal Münzen sichern. Du könntest dich jetzt theoretisch rächen. Du machst wirklich, machst alles durch, ne? Okay, was kann Bowser in diesem Spiel? Oh, warte mal, hier gibt's so einen ultra-böser Mega-Bowser. Bowser-Mischer, es klingt unangenehm, der Rest ist dir eigentlich scheißegal. Okay. Nein, ich will den Mischer. Was? Du hast ja gar keine Münzen. Weg mit dir. Monty hat versagt. Minispiel. Was ist das denn? Warte, wir sind zusammen in einem Team. Ja. Und was kann ich machen? Vorwärts, rückwärts fahren. Oh nein. Ja, sehr gut. Ja, wie war mit dir? Let's go. Ja, aber auch wirklich ohne Pausen bis jetzt. Schade. Oh, schade. Runter, rüber. Ah, easy. Schnell rüber mit dir. Let's go. Ich glaube, das mit gegen echte Leute wird das richtig lustig. Lustig, ja. Aber gut, wir haben gewonnen, ein paar Punkte gesichert. Finde ich gut so. Bisschen Geld, bisschen für den Minispielstern. So mag man das. Und das wäre lustig geworden, hat jeder von uns einen Bot gehabt. Boah, Junge, ich wäre so ausgerastet. Der Luigi bekommen hätte den Anfall bekommen. Es stehen noch 5 Runden aus. Sehen wir uns die Platzierungen an. Platz 1, Platz 2, Platz 3 und Platz 4. Alle geben offensichtlich ihr Bestes. Bis auf Luigi. Eine spannende Angelegenheit. Da wir in den Endspurt gehen, gilt ab jetzt Folgendes. Auf blauen Feldern erhaltet ihr nun 6 Münzen. Dafür verliert ihr auch da auf den roten Feldern das Doppelte. Es sollte keiner aufgeben, denn ihr könnt euch alle noch verbessern. Außerdem starten wir den Endspurt mit einem besonderen Spielereignis. Die Entscheidung trifft diesmal der Spieler, der auf Platz 2 liegt. Das bin ich. Ja, und das darf ich mir jetzt aussuchen. Wähle ein Ereignis aus. Ein Spieler erhält einen Pilz. Die Münzen aller Spieler werden verdoppelt. Nee. Alle Spieler erhalten eine Sternklaufalle, erhalten Doppelwürfel, mehr Chancenfelder, alles ist möglich. Das ist alles scheiße. Dann Chancenfeld, oder? Weil Doppelwürfel wäre auch schlecht. Dann nehmen wir das Chancenfeld. Mach das mal bitte, Kamek. Aber er verhindert die jetzt. Das sind jetzt ganz andere Sachen, kann das sein? Platzierst du dort eine Sternklauffalle, könnte sich richtig für dich lohnen. Jetzt gibt's die Zusatzcharakter. Du kannst dir jetzt Peach holen und du musst irgendwie ein Spiel schaffen, um sie zu gewinnen. Luigi ist direkt davor. Aber man kann sie ihm abnehmen, soweit ich weiß. So, was mache ich jetzt? Mit der Röhre vor Luigi. Ja, ich probiere das jetzt echt. Einfach Röhre aktivieren, let's go. Komm, irgendwo Geiles. Oh, ich dachte, wirklich, als ich das da runter bewegt hatte, ich dachte, jetzt ist es soweit, aber ne. Ich bin auch 3 Felder zurückgekommen. Ja, das bringt mir wirklich absolut gar nichts. 27 Felder, Junge. Was hat die vor? Ja, das ist eine gute Frage. Wieso nutzt sie den? Ich meine, vielleicht liegt dahinter irgendeine krasse Taktik. Sie gibt auf jeden Fall ihren Stern. Daisy hat jetzt 2 Sterne. Der hätte doch oben lang gehen sollen. Ist das lächerlich? Ich hasse dieses Spiel so. Hä? Achso, sie will das Duell. Okay, Luigi hat mittlerweile auch Münzen. 6 Münzen? Warum spielen die überhaupt? Von 12 Münzen geht an Daisy. Wow. Ja, Glückwunsch, Daisy. Warte mal, schafft er es überhaupt? Ja. Ja. Und jetzt gibt es eben so ein Challenge-Minispiel, ob man... Welcher Spieler? Man spielt also gegeneinander um sie. Ah, das ist cool. Das finde ich interessant. Okay. Eine Partnerschaft mit Peach kann sich lohnen. Ach echt? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, die hat Geld. Und die hat auch ein ganz großes Problem mit Bowser. So ein bisschen Daddy-Issues oder sowas. Ab. Egal. We can fix them. Peach, Freizeitspaß. Aha. Okay. Ist das für einen Stream geeignet? Ich weiß es nicht, werden wir herausfinden. Okay. Ah, jetzt. Wir müssen irgendwas mit Geschenken machen, war schon irgendwie klar. Erziele in 3 Spielen viele Punkte. Luigi, weil er die aktiviert hat, kriegt diesen Vorteil. Ein anderer Spieler kriegt diesen Vorteil nicht. Ja, der hat ein goldenes Geschenk. Ja, eben, deswegen ja. Frech. Und das bringt ihm 10 Punkte. For real, das muss man echt ein bisschen aufpassen hier. Es gibt wirklich 3 Spiele oder so und der Gewinner kriegt jetzt dann Peach. Das ist wirklich ein cooles Konzept. Viel besser eingesetzt als das in Super Mario Party. Können wir mal aufhören, mich zu mobben? Hör auf, mich zu mobben. Nein! Ja, wirklich, selber schuld. Wenn Luigi so weitermacht, hat er gleich keine Geschenke mehr. Ich auch nicht. Hier gibt's ein Ziel. Ich bin mit allen angekommen. Aber Luigi hat halt einfach ein goldenes. Ich hab performt, Junge. Alle Dinger sind da. Wer hätte ein eigenes Tablet? Oh, ich hab einfach irgendwas ausgewählt. Oh nein, du sollst irgendwas draufdrücken. Ich hab einfach irgendwas gedrückt. Ich hab aus die 3 gewählt. Oh! Ah, okay. Lol, jetzt verstehe ich. Okay, das wird lustig. Die sind so dumm.
Hive meint. Oh nein, sie kriegt das sogar. Die ist doch so. 16! 16! Ich bin noch Erster unter anderem, aber halt nicht mehr führend. Oh nein. Nein, Glücksspiel oder wie? Nee, okay, was anderes. Was müssen wir machen? Tetris? Los. Fülle die Juwelen ein, bewege und nehmen und ablegen. Hey, nein. Ah, warte. Das will ich. Ah, ich verstehe. Junge, das eine ist das Sims-Zeichen. Ich wusste nicht, dass man mehrere nehmen kann. Ich habe am Anfang ein bisschen verkackt. Nein, ich habe mich vertan. Ah, ich kann auch ablegen. Okay, gut. Ja. Nein, jetzt ist meins weg. Oh, Junge, ich habe mich so vertan. Ich habe so verkackt in den Game. Ja, same. Luigi wird den Dreck sogar fast gewinnen wahrscheinlich. Let's go. 35 was? Punkte, Junge. What the fuck? Dann war die davor ja ganz useless eigentlich, die Spiele oder was? Ja, scheinbar. Sie hat genauso viel. 25? Aber aus was? Jetzt kommt's nur auf Luigi an. Ich meine, du kannst auch richtig performen, aber ich habe einen kleinen Lied. 30? Okay, wichtig. Ja. Jetzt geht's um dich. Okay, schauen wir mal die Explosion an. 40. Oh. Peach ist meine. Danke. Ich wollte schon immer, dass Peach meine Hand hält. Du hast keine Hände. Mein Fuß. Okay. Oder meine Augenbraue. Sie darf sie aussuchen. Ich bin froh, deine Partnerin zu sein. Wenn mich jetzt jemand überholt, aber klaut mir jemand Peach, ne? Das ist das Problem. Du machst wirklich also ganz langsame Schritte. Oh, oh. Wirklich, wenn da jetzt ein Stern drin ist, kriege ich einen Anfall. Münzen. Oh, das waren aber viele. 20. Oha. Alles klar, damit hat sich einiges wieder verändert. Minispiel. Oh, 1 gegen 3? Ja, 1 gegen 3. Oh ja, das ist, glaube ich, machbar. Erwählt ein Versteck und wir müssen jetzt aussuchen, wen wir boxen wollen. Ah, okay, dann sieht man. Wir müssen uns absprechen. Ja. Wenigstens wir. Also, ich drücke links. Daisy, bitte verkack das nicht. Bitte, Daisy. Bitte, Daisy. Kann man den dann gleich 2 Leben abziehen, wenn man den gleichen Dings erwischt? Ja, ne? Ich bleib bei links. Daisy wird ja nicht auch nochmal auf rechts gehen. Sehr gut. Daisy, wenigstens das. Okay. Letzte. Wir müssen ihm jetzt 2 Leben abziehen. Hm. Ich bleib bei links. Dann muss ich eigentlich links gehen. Theoretisch, ja. Lohnt sich ja nicht. Ja. Ja, ja, wir sind's einfach. Ah. Wir sind einfach solche Maschinen. Wir haben den so hops genommen. Also wirklich, mehr Glück hätten wir nicht haben können. Ja, aber absolut. Sehr schön. Ich schau dir mal das linke Auge von Gumba an. Ist das crazy? Let's go. 10 Münzen. Ist für Daisy jetzt nicht so geil, weil sie jetzt dadurch echt uns davonzieht, aber egal. Die bleibt nur 2 Runden. Ja. Was ist das denn? Ja gut, Peach bringt mir gar nichts. Gut, dass wir 7 Minuten um Peach gespielt haben. 10? Ja, das ist strong, aber bringt mir halt nichts, wenn der Stern nicht in der Nähe ist. Oh nee, jetzt auch noch ein Pechfeld. Verlierst 3 Münzen, ist noch okay. Ja, und das Ding ist, jetzt passiert es nochmal. Und 5 Münzen an den Letztplatzierten. Junge, das wird für ein knappes Ding jetzt am Ende. Also außer ich kriege jetzt da wirklich irgendwie die Sterne, wird das nochmal spannend auf jeden Fall. Er ruft Troop-Bowser an. Was? 2 gegen 2? Frech, und ich habe einen Deppen dabei. Lunten treten. Das klingt wie irgendwie ein Wort, was man nicht mehr sagen darf. Ach, ich muss sie ausstampfen. Ey, er hat mich gestampft. Also die Genauigkeit ist lustig, aber gut. Also, Bob-Oms, los geht's. Ey, geht mal los, Reckert. Ja, doppelt. Oh. Oh, ich hab's so platt gemacht. Nein, ich bin so ein Idiot. Junge, das ist gar nicht so einfach. Die Genauigkeit ist wirklich crazy. Oh, du Depp, lauf doch nicht von der Lunte weg, die du da gelassen hast. Oh, let's go. Er läuft zur Lunte und dreht dann wieder um. Ich sehe es gerade im Replay. Junge, jetzt bleibt hier nur noch eine. Es bringt mir absolut gar nichts. Kriege ich jetzt wenigstens hier auch doppelte Münzen? Weil das wäre sexy. Ja, ja. Schau mal an. Die nehme ich. So, kann ich mir jetzt auch doppelt was kaufen? Ich finde es für euch heraus. Oh mein Gott. Ja, ich muss auf jeden Fall einen kaufen. Ich habe genügend Münzen. Rainer, let's go. Jetzt mal eine ganz dumme Frage. Ist Peach da jetzt auch overpowered? Also ich meine, Goldröhre schmeckt. Jetzt wird's lächerlich. Also ich meine, ich brauche auch die Münzen dafür, ne? Ja. Aber für einen reicht's auf jeden Fall. Hätte ich ein bisschen besser gewürfelt, wäre das noch geil geworden. Aber wir haben auch noch 3 Runden. Ich muss nur ein Minispiel gewinnen. Ja, auf Wiedersehen, Peach, ne? Ach ne, ich krieg nochmal 3 Münzen. Ich hab nochmal 6 Münzen bekommen. Let's go. Boah, jetzt sieht's gut aus. Ich hole mir wieder oben, was am Handy hängt. Ach, ich liebe meine Fans. Am besten rufe ich mal an. Das wird lustig. Ich hab zu tun, also dann bis später. Ja, was passiert jetzt? Nein. Klingeling. Nein. Nein. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ja? Ich hab Peach dabei. Ja. Das könnte jetzt ein großes Problem werden. Okay. Du erhältst 1000 Münzen, hätte ich. Du erhältst 1000? Das kriegst du nicht. Der sagt nur... Er ist einfach abgehauen. Ich habe noch nie so viel Glück gehabt. Wow. Da ihr zu zweit seid, kriegt ihr noch einen Versuch. Och, ach komm, ich meine, ich dachte, ich bin jetzt da durchgekommen. Schade. Digga, du schuldest mir noch 1000 Münzen. Okay, ich erhalte 100 Sterne. 20 Münzen verliere ich. Könnte besser sein, könnte aber auch schlimmer sein, wenn wir ehrlich sind, ne? Wir haben noch 3 Runden. Ich muss jetzt das Minispiel gewinnen. Dann kriege ich 1 Stern. Dann muss ich vielleicht nochmal einen gewinnen. Weiß nicht das Beste. Ich hätte gerne die 100 Sterne erhalten. Nee, es ist eine 7. Du kannst dir theoretisch aber noch einen Stern holen. Ja. Weil du nochmal eine Goldröhre rankommst. Minispiel. Bester Blockpfad. Ja. Geht um 10 Münzen. Was? Oh, Junge. Das ist ja... Du musst irgendwas auswählen, das wird dann vor dich gebaut und dadurch musst du einen Weg bauen, soweit ich weiß. Ja, wenn du was einzeln hast, kriegst du es. Wenn du es nicht hast, kriegst du es nicht. Also das gleiche wie bei den Donut-Geschichte, nur auf eine andere Art und Weise, um es so zu formulieren. Ja. Hat auch wieder Glück, ne? Ja. Man muss halt sich ein bisschen danach richten, was man denkt, dass die anderen brauchen, ne? Ach, komm schon. Ah, mir bringt das halt alles nichts. Ich glaube, ich habe einen dummen Fehler gemacht, aber egal. Ach, komm. Ey, es
kann doch nicht sein. Wie kann ich denn kein einziges Feld kriegen? Es gibt doch mal bitte ein bisschen Fortschritt, Junge. Bitte. Ja. Doch. Was? Jetzt wird's denn lächerlich. Ich habe noch nicht ein einziges mehr bekommen. Ah, Mann. Ich hätte doch ein anderes nehmen sollen. Oh! Wurde belohnt. Sehr schön. Jetzt ist halt die Frage, ne? Ich hätte ein anderes nehmen sollen. Oh nein, ich hätte das gleiche nehmen sollen, Disco. Oh, zum Glück. Zum Glück. Ich bin so ein Macher. Aufgeholt von ganz hinten. Das ist ein cooles Minispiel. Gumba hat gewonnen. Tja, mal gucken, ob mir das was bringt, dass ich so viel eingekauft habe. So, auf Wiedersehen, Peach. Schade, dass du dabei gewesen bist. Du hast mir irgendwie nicht so viel gebracht, bis auf die Goldrain. So, Items. Let's go. Rein da mit mir. Und hoppa. Sehr schön. So, Stern für mich. Sehr gut. Stern erhalten. Es ist halt auch wichtig, dass sie auf ein Feld kommen, wo ich Münzen bekommen kann. Der Stern ist hinter mir. Oh, warte mal, ich kann aber Geld machen. Hoffentlich ist sie jetzt nicht so gut im Abwehren. Ich schätze aber auch, dass ich hier wieder nur so 8 oder so bekomme. 9 sogar. Und nochmal aufs Glücksfeld drauf. Das sind sehr gute Karten hier. Ja, ich habe leider falsch gedrückt. Was macht er jetzt? Raubdruck. Er klaut mir meine Goldröhre. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht dran gedacht, muss ich zugeben. Ich meine, im Endeffekt, wenigstens hat es er gemacht, so dumm wie es klingt. Das große Problem ist nur, dass ich mir dadurch jetzt es wieder unsicher ist, wer Erster wird. Nee, warte mal. Er kommt jetzt noch an den Stern ran und kann sich dann noch einen hoch... Nee, er hat kein Geld. Okay, Big. Glückwunsch, Luigi. Wo kommt der nächste Stern hin? Oder ist da hinten? Der ist da weit hinten. Oh, schade. Wirken ist heute nicht so deins. Nö. Also die Goldröhre bringt dir hier in dem Fall am meisten. Ich meine, Luigi wird geklaut. Ja, klar, aber ich meine, das Risiko musst du eingehen. So, alle gegen Luigi. Ja, find ich fair. Hat er auch einfach verdient jetzt noch der Aktion. Was gibt's Schönes? Holzsteg der Hektik. Was ist das denn? Ich glaube, Luigi steuert das Ding. Ah ja, das sieht lustig aus. Ja, jetzt schade. Der hat uns einfach komplett hops genommen. Das ist sehr komisch. Jetzt würfelt sie erstmal noch. Sie hat genügend Münzen. Die klaut sich jetzt. Die klaut sich einen Stern von mir. Junge, ich hatte mal so einen guten Dings. Ich war so gut dabei. Ich kann nicht mal abwehren. Ich hasse dieses Spiel. Wirklich, ich habe gedacht, das hat sich geändert. Ich habe gedacht, neues Mario Party, neues Ich. Bessere Runden. Besseres Gameplay. Münzen. Oh nein. Mehr Skill. Aber nein, es fängt genauso an, wie es aufgehört hat. Ich krieg so das Kotzen. Kriegst du halt. Geh nochmal. Kann man sich das aussuchen oder nicht? Weil das war schon dämlich von ihm. So, dann hol dir nochmal einen Stern, würde ich sagen. Der ist jetzt eher so semi-geil für mich. So, Monty Maulwurf. Stern erhalten. Let's go. So. Nein! Oh Gott, ist das... Wow, ist das ärgerlich. Oh, ist das lächerlich. Das ist frech. Das ist schon Pech. Ist schon sehr Pech. Was kommt jetzt hier noch dran? Wir müssen uns nochmal Punkte sichern. Schollen, Schlitterei. Ich war, glaube ich, zu spät. Ich sehe gut aus. Oh, bitte. Bitte. Ja. Oh. Ja. Ich bin so ein Macher. Ich hab's einfach drauf, Junge. 2,5 Meter. Let's go. Okay, jetzt ist es spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Es kann alles passieren. Wirklich klasse gespielt, ihr Lieben. Doch es kann nur einer allein der Superstar werden. Wie es scheint, hat sich sogar ein ganzes Publikum eingefunden. Das macht Peach. Das ist Peach. Die hat meine Flagge. Die ist mein größter Fan. Kommen wir nun zu den Bonusstern. Der erste Stern wird für folgenden Bonus vergeben. Der Trödelbonus, den kriegst du. Oder Luigi. Diesen Bonus geht an. Ja, dachte ich mir. Kriegst aber noch einen. Jetzt wird es zwar richtig spannend nochmal, ne? Trödeln kann ich nicht. Ich müsste jetzt die letzten zwei bekommen, um irgendwas zu machen. Münzbonus. Den hast du wahrscheinlich oder Daisy. Ja. Damit gewinnt wieder Daisy. Och, Mann. Und ich bin wieder einer der Letzten, ne? Oh, jetzt, das war's schon. Es gab nur zwei. Ist lächerlich. Ja gut, schade. Ich habe mein Bestes gegeben, aber wieder mal gefailt. Und zwar hochkaratig. Ja, Daisy gewinnt. Wieder einmal. Und das ist einfach lächerlich. Ich fühle mich betrogen. Ich möchte mit dem Spielemeister reden. Ja, scheiße. Das ist kacke. Ich bin einfach Dritter geworden. Trödelding weiß ich. Ah ja, hier. Du bist 46 Blöcke gelaufen. Ja, siehst du mal. Das ist scheiße. Wahrscheinlich, ja, eingesetzte Emotes. Emote-König geworden.